So schreiben wir den 16. Ingrim und ihr habt die nächsten 1,5 Tage Zeit, um euch um eure letzten Besorgungen in Kunchum zu kümmern, bevor es ernst wird und ihr über die blutige See übersetzt in Richtung Mendena. Der Urlaub ist auf alle Fälle vorbei, das ist klar. Zulamin, was hast du vor? Ich möchte endlich mein Versprechen gegenüber Rafim einlösen. Das heißt, ich schnappe mir den nach dem Frühstück. So, jetzt aber, nachdem wir gestern schon nicht mehr dazugekommen sind, auf in den Raya-Tempel. Ja, endlich. Ich habe mir auch schon ein Motiv überlegt. Ich dachte auf die Schulter. Was möchtest du denn? Ja, ich habe mir ja gedacht, wenn ich mir jetzt hier schon was stechen lasse und ihr seid ja alle hier, dann muss ich euch ja auch mal irgendwie verewigen. Deswegen habe ich gedacht, hör mir zu, ich muss es erst beschreiben. Als Hintergrund, du weißt doch, wie Jalans altes Schild aussah. Mit seinem Wappen und dem ganzen Shit. Und Das davor. ganz alte oder an das er sich noch erinnert, oder? Ja, nimm das. Und davor, quer, natürlich ein weißer Stab für Isarun, ein schwarzer Stab für Abelmir. Aber du kannst da unten ein bisschen grau, ein bisschen weiß einarbeiten, damit man sieht, woher er kommt. Und dann dachte ich, für Boltax, die edelste aller Waffen, die Armbrust. Natürlich, Das ist wie es sich sehr gehört. passend. Und für dich dachte ich dann an ein Pferd. Ich habe dich ja mal als Pferd gesehen. Oh ja, das ist toll. Es wird dann wahrscheinlich insgesamt relativ wie ein Wappen aussehen, wenn wir Jalans Schild als den Hauptteil nehmen und dann die Waffen symmetrisch darüber. Und vielleicht den Pferdekopf dann dahinter. So ein bisschen, als würde der Schild am Sattel hängen. Ja, finde ich gut. Ich brauche eh noch ein Wappen. Glaube, ich habe keins. Nee, nicht, dass ich wüsste. Ach, das ist nur im Mittelreich wichtig. Ja, aber ich dachte, ich sammle auch mal eins ein. Die anderen haben ja alle eins. Und Boltax hat auch keins. Ja, aber dann geh voraus hier. Zeig mir mal, wo ist denn der Tempel? Soweit ich mich erinnere, eigentlich immer die Uferpromenade lang. Da können wir uns eigentlich kaum verlaufen. Direkt westlich des Feterdin-Platzes, der durch die Straße abgetrennt wird, liegen die Raya-Gärten und mitten darin der Tempel der geschenkten Freude. Kunchum hat viele Hochachtungen für die Raya-Kirche und so könnt ihr auch zu jeder Tageszeit rund um den Tempel mit den vielen prachtvollen Zelten und auch dem Aveschrein hier eine ganze Menge an vor allem Künstler kennen und auch ja, einige Taugenichtse, Spielleute, Akrobaten, Seiltänzer, die sich alle um diese Raya-Gärten herum versammelt haben. In der Mitte der Anlage hebt sich der Tempel aus dem roten Sandstein im typischen Phallus-Stil. So könnt ihr euch säubern in der kleinen, ja, in einem kleinen Becken, das ihr dann vorher betretet und in das Innere des Tempels gehen. Ich bin immer wieder gerne hier. Ich war dieses Jahr schon einmal hier, um eine Liturgie zu lernen. Oh, was hast du gelernt? Oder ist das was Geheimes? War nicht sicher, ob ich es erwähnen sollte, aber geheim ist das nicht. Roshana Damoralan hat mir eine Liturgie beigebracht, die meine Schönheit erhalten wird. Und Soracha will. Naja, sagen wir es so. Es könnte durchaus sein, dass ich irgendwann noch neben Boltax sitze, wenn wir euer aller dahinscheiden betrauern. Und ich meine jetzt den natürlichen Tod. Oh. Aber Oh. ich denke nicht, dass das jemals von Relevanz sein wird. Wahrscheinlich Oh. sterben wir alle in Mendina oder beim nächsten Heptarchen oder so. Ja, da wird schon noch eine Gelegenheit sich finden. Stimmt. Müssen wir uns jetzt hier so ein Zimmer ausleihen oder wie funktioniert das? Ich wurde noch nie im Raya-Tempel tätowiert. Ich denke, wir nehmen uns eins von den Separés, aber ich habe meine Sachen mitgebracht, aber vielleicht haben sie hier noch einen richtigen Mörser, nicht einen, den man im Rucksack mit sich herumträgt. Ich frage mal. Und Zulamin schaut sich nach. Oh, hallo Und Zulamin, schön, dass du hier bist. hallo! Ja, ich freue mich auch sehr, wieder hier zu sein. Wie können wir helfen? Ich habe ein besonderes Anliegen heute. Und zwar Ja,
blickt hinter deine Schulter zu Rafim und gleitet dann an ihm mit lang. Dieser prachtvolle Streiter der Götter wünscht sich ein besonderes Tattoo. Ach, eine Tätowierung. Und ja, okay. Wo wäre ein besserer Ort, als ein solches Tattoo zu stechen, als im Tempel der geschenkten Freuden? Ja, mir fiele keiner ein. Aber wenn ihr mit dem Tattoo fertig seid, möchte er dann noch hierbleiben? Nun, das müsst ihr ihn selbst fragen. Hast du Lust? Oh, also erstmal kommt mein Tattoo. Sulamin, mein Tattoo. Konzentrieren. Er hat noch nicht Nein gesagt. Konzentration. Dann darf ich mir sicher was von eurer Ausrüstung nehmen. Unser Besteck? Ja klar, kannst du haben. Wir haben auch alles an Farbe da. Wunderbar. Brauchst du sonst auch noch eine Henna oder sowas? Pflanzen haben wir auch da. Ja, das meiste habe ich da. Und ja, dann geht Sulamin mal mit und besorgt sich einen Mörser und ausgekochte Tücher und so hygienisch ist Rafim wahrscheinlich noch nie tätowiert worden. Nein. Naja, und dann nehmen wir uns eins von diesen Separés und Sulamin setzt sich hin und bereitet erstmal die Farbe vor. In der Anfang wurdest du aber mit dem Dolch geritzt und dann hat man da irgendwie schwarzes Pulver oder so reingerieben und dann doch ein bisschen Salz rein, damit das dann so ein bisschen vernarbt und da so eine schwarze Narbe zurückbleibt. Ja, so wie es sich gehört. Aha, Sulamin, und wo ist dein Dolch? Hier. Aber brauchen wir jetzt nicht. Wir können nachher noch Blut opfern, wenn du willst. Oh, dann ist seine Technik aber anders. Also damals tiefe Schnitte, viel Farbe. Ja, ich sehe schon. Sulamin lässt die Finger ein bisschen über diese Narbenwülste, die sich Tätowierungen schimpfen, wandern. Ja, und das hier ist ein originales Brand- und Narben-Tattoo. Das ist eine Kombination. Da wird erst die Haut verbrannt und dann vernarbt. Das klingt wie etwas, was ihr euch ausgedacht haben könntet. Nein, ein Bruder ist es eingefallen in der Basaltfaust. Erst war es nur ein Trinkspiel. Aber es ist witzig. Vielleicht nur für uns. Ja, Rafi würde mal sein Oberteil ablegen, seine Rüstung zur Seite legen. Also hier, hinten auf der Schulter, habe ich gedacht. Ein guter Platz. Ja, vorne ist schon alles belegt. Ja, dann legt ihr euch vielleicht am besten auf den Divan und lasst euren Arm ein wenig herunterhängen, dass die Haut möglichst an Ort und Stelle ist und das Bild nicht verzerrt wird. Ja, kriegen wir hin. Ich würde da jetzt einfach den Instruktionen folgen. So ungefähr. Ja, sehr gut. Wunderbar. Sulamin schiebt noch ein Kissen drunter, dass ihm der Arm nicht lahm wird, so auf Dauer. Und er schabt dann mit ihrem scharfen Opferdolch einmal so ein bisschen über die Schulter, um wirklich das letzte Härchen da wegzurasieren, dass es nicht im Weg umgeht oder so. So. Und dann meint sie so, ihr erlaubt? Und setzt sich rittlings auf Rafims Rücken und drapiert zu ihrer Ausrüstung links und rechts von ihm. Das wird großartig. Ja, ich habe schon vor, damit anzugeben. Währenddessen kannst du ein Lied anfangen zu singen, was Raya gefällig ist, und wirst dann die nächsten paar Stunden auf dem Rücken von Rafim singen, malen, zeichnen und tätowieren. Gib mir doch mal bitte eine Probe auf Malen und Zeichnen und Tätowieren. Das haben wir schon gemacht. Wir haben natürlich schon alles ausgerechnet mit einer Liturgiekenntnisprobe und einem Mirakel. Und es bleiben für die Tätowierenprobe nur 32 Sternchen übrig. Ja, so ist das. Und so vergehen mehrere Stunden. Und am Ende ist das Tattoo genauso wie Rafim es sich vorgestellt hat, aber nie erwartet hätte, dass es tatsächlich möglich auf der Haut wäre. Die Mähne von der schwarzen Stute bewegt sich so ein bisschen und man könnte schwören, dass an den Spitzen der Zauberstäbe
glimmt. Und wenn Rafim seine Muskeln spielen lässt, dann gibt es auch eine Reflexion auf der Spitze des Armbrustbolzens. All die Kunstfertigkeit, die Aventurien zu bieten hat, gebannt in ein Tattoo. Selbst Eldan Gorbas mit seinen Bildern kommt hier nicht ganz hinterher. Eine Schande, wenn man darüber jetzt eine Rüstung ziehen würde. Aber so existiert das Bild, was du nicht mehr los wirst auf deiner Haut, und solange die Haut unversehrt bleibt, ja, wirst du selbst ein kleines Gemälde sein. Derweil Abelmir. Ja, mich lässt natürlich das nicht los, was ich in Fasar gefunden habe. Unterhalb von Fasar, die Stätten des uralten Gottes Böhmerisch, die Anbetung. Und ja, mich treibt es natürlich in den Hesinne-Tempel, um mehr darüber zu erfahren. Ja, so kannst du in der Bibliothek dich nach einigen Recherchen wieder auf die Erzwissensbewahrer herantreten, der dich ja schon vor ein paar Tagen entdeckt und auch dann weggeschickt hatte. Dieses Mal wohl allerdings mit besserer Laune, weil es hier niemanden gibt, der im Hesindetempel herumschreit. Und so zieht er sich einmal seinen Schlapphut zurecht, er streicht sich durch seinen Bart und ja, nickt dir dann zu, wenn du an ihn und sein Lesepult herantrittst. Einen schönen guten Tag, euer Gnaden. Ich suche nach Informationen über einen uralten Kult in den Ptolemäenlanden. Zuerst traf ich ihn in Fasar. Böhmerisch. Habt ihr schon etwas davon gehört? Ja, Böhmerisch. Verbotene Kulte. Aber in Fasar ticken die Ohren etwas anders. Da ist man wohl immer noch in den Legenden aus den dunklen Zeiten oder am Band des Diamanten. Ihr sagtet verboten? Weshalb? In der Wüste begraben, vor langer Zeit. Man sagt, dass sie, tatsächlich wird ihr ein Geschlecht zugeordnet, denn sie sind ein göttliches Ehepaar, in der Kurm begraben liegt, für Frevel. Einige behaupten sogar, dass sie mit der Gegengesinde im Bunde steckt. Kann ich allerdings wenig zu sagen. Ich glaube eher nicht. Ihr meint Böhmerser? Ich fand diesen Namen auf der gleichen Stele wie sein Name. Korrekt, korrekt. Die beiden Skorpionen, Geschwister, die miteinander verheiratet sind. Böhmerisch und Böhmerser. Wie gesagt, einige trauen ihnen zu, dass sie erzdämonische Wesen sind. Sie sind sicherlich Entitäten von wahrhaft mächtiger... von wahrhaft mächtiger Kraft, aber ob man ihnen tatsächlich Karma zuordnet oder erzdämonische Magie aus der siebten Sphäre, das glaube ich eher nicht. Habt ihr einige Werke darüber? Wenig, es ist eine ganze Menge verbrannt, vor allem nachdem Hela Horas hier hindurchkam. Aber ich kann mal schauen. Welche Sprachen und Schriften habt ihr denn zur Verfügung? Nun, ich spreche und schreibe ganz gut Ptolemäia und Ultolemäia. Es sollte reichen. Nein, sollte es nicht. Wie steht's um euer Krimk? Nun, mein Krimk ist nun ja ausbaufähig, aber ich beherrsche die Grundlagen. Etwas Amulastra? Ich fürchte nein. Ja, die alte Schrift der Mudramul. Damit werdet ihr sicherlich noch einiges mehr. Ich kann euch noch einige Lexika zugeben. Etwas mit Alani, Zulhamakra, Amulastra, Selemia und Krimk. Und dann wird er mit dir durch die Bibliothek laufen und dir erst einmal 10 Lexika geben, die dir dann beim Übersetzen helfen. Und dann ein sehr kleines Heftchen, eine sehr kleine Broschüre in irgendeine Haut, in irgendeine schuppiges Leder gebunden, eine kleine Fibel, die er dann gibt. Ah, vielen Dank. Ich suche noch etwas anderes, etwas, nun ja, hierzulande vielleicht etwas abwegig. Habt ihr schon mal etwas von einem Uamir gehört? Das dritte Auge? Exakt. Wenig, aber als Erzwissensbewahrer habe ich vor allem im Horasreich davon gehört. Ja. Hab ich auch bereist. Das Stern der Alten, Sternauge, Stirnauge, drittes Auge, schwarzes Auge. Das habe ich auch gehört, aber ich kenne leider nur Legenden und keine wirklichen Details dazu. Ja. Es gibt einige Aufzeichnungen, die verboten sind, weil sie den Tagebüchern der 7 Gezeichneten entsprechen, aber auch die habe ich gelesen. Der letzte, der ein eher Mühe getragen haben soll, war wohl Abu Terfas.
Das war wohl kein richtiges, sondern wohl eher nur eine Paktgabe. Nun ja, also wenn das kein echtes war. Ja, eigentlich, wie gesagt, aus dem Horasreich kommt. Vor 2600 Jahren kamen sie aus Myrano. Ihr seid Horasier, ja? Ich sagte, ihr habt das gut erkannt. Ja, ja, das kann man an eurem schlechten Akzent hören, beziehungsweise auch hier auch anerkennen. Ja, wie gesagt, es gibt dort viele Häuser, die vor allem dem Adel dann entsprechend drüben dann den Optimaten zugeordnet. So etwas wie das Haus Taramnos beispielsweise oder Brigon. Fran Horas soll wohl auch eins getragen haben oder auch Hela Horas. Ob das tatsächlich stimmt, weiß ich nicht, aber die Erblinie der Horas-kaiserlichen Familie ist wohl sehr stark. Die Familie Chrysotheos, Phyrdaion, Sarotes, ja, doch. Kennt ihr die Familie, in denen ein Eamyr vorkam? Einen Moment. Er geht damit, wirf mal eine Körperkraftprobe, während du die ganzen Bücher trägst. Okay. Ja, du stellst die Bücher erstmal ab und auf so einem Lesepult, während er dann weitergeht, du musst ihn erstmal suchen und kommt dann, während du gerade so außer Atem gekommen bist, dir so zwei, drei Schweißperlen von der Stirn wischt, stellt er dir wieder 10 Bücher hin. Hier, es sind einige Berichte von Thamos Nostriakos, dem bekannten Propheten. Er soll wohl den Gerüchten zufolge auch ein eigenes Eamyr besessen haben. Ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht, aber er wird zumindest als Heiliger der Nanduskirche und als Patron der Prophetie betrachtet. Er hat vielleicht den heiligen Strohsack gefunden. Ach wirklich? Ja, ja. Nun gut, ich danke euch für eure Mühen und ich werde mich dort hinten an diesen Tisch zurückziehen, wenn ihr nichts dagegen habt. Wie gesagt, das Haus Phyrdaion ist wohl in Myrano auch bekannt. Mit den genauen Häusern kenne ich mich nicht aus, aber ich bin der Meinung, dass auch euer Horas-Kaiser mittlerweile, wo Armene jetzt abgelöst ist, auch ein Phyrdaion ist, oder? Ja, in der Tat. Ist ein Nachkomme des Edelnaus Phyrdaion mit dem Kaiserdrachen? Ja, das behaupten natürlich alle, aber wir wissen alle, dass es keine Halbdrachen gibt. Das ist ja Unfug. Nun, ihr werdet überrascht, an wie viel Wahrheit manchmal in manchen Legenden steckt. Nein, das ist Unfug. Also gut, dann lasst euch nicht stören. Das wird sicherlich 2 Monate Arbeit. Klopft dann nochmal auf die 10 Lexika mit den Übersetzungsmöglichkeiten. Nun ja, ich habe gewisse Möglichkeiten. Er lächelt so ein bisschen, schüttelt mit dem Kopf und geht dann. Ja, ich würde mich erstmal durch die Übersetzungsbücher, die Skripten lesen und mir probieren, mittels des Memorans diese einzuprägen. Ja, nur mit dem Memorans funktioniert das auch. Weil es sonst ansonsten einfach viel zu viel ist. Ja, genau. Naja, du könntest die Dinger einfach stehlen, so wie normale Leute. Ja. Normale Leute stehlen bestimmt die Bibliotheken, vor allem keine Magier. Hallo? Ich stehe dauernd. Egal. Gut. Ich würde wieder auch über Lexika in mir einprägen und dann mir sehr genau dieses dünne Bändchen einprägen. Ja, ist wohl ein Buch über den besten Schutz vor dem Drachen. Der beste Schutz vor dem Drache ist ein Drache, schreibt zumindest Horgul al-Achar, der Anführer der Bruderschaft von Harmat. Viele Zitate, es geht dann um einen Zug der Knochenechsen. Du bist nicht ganz sicher, was das mit den Mutramul zu bedeuten hat, aber am Ende werden wohl von vielen Echsenzaubern gesprochen, von einem Schlachtfeld des Drachenkrieges, von dem Ursprung der Kom. Sie war wohl einst eine grüne Fläche, der so sagen die bekannten Leute, ein blühendes dschungelhaftes Paradies, so wie es man es heute in Selem noch finden kann, bis dann eben die Salzseen von Chernebi kommen und ja, eine lange Ausführung über verschiedene Dynastien vom Sultanat Kuntium im Wandel der Zeit, die 3. Dynastie, die 4. Dynastie, ungefähr 300 vor Bosbarans Fall, die Sultane des Interregnums der Zwischenregierung und viel dann eben auch über die diamantene Stadt selbst, Kuntium und dann dementsprechend auch einige Echsen-Sultane, Zauberzeichen,
Und während du studierst, wird dir wohl klar, dass diese kleine Fibel viel mehr Wissen birgt, als sich darin eigentlich befinden darf, wenn man denn die Schriften richtig zu lesen vermeint. Ja, ich bin wahrscheinlich ganz vor dem beschäftigt. Mir gibt dieser Hinweis zu denken, dass er und seine Frau, göttliche Frau, angeblich in der Kom begraben wurden. Wenn die Kom aber nicht das ist, was sie früher war, vielleicht existiert der Gott ja wirklich nur irgendwo anders. Vielleicht. Ja, viel, was dir dann auch über Pyrdakor und Pyr klar wird, eine Globule, die wohl entrückt worden ist und die Machenschaften eines Tubarek Alkain, der wohl als verborgener Meister mittlerweile in Selem wohnt. Ja, es wird wahrscheinlich eine Ewigkeit brauchen, um mir diese Werke alle einzuprägen. Und, du bist 1,5 Tage beschäftigt. Und mich am Rande der Erschöpfung bringen, vermutlich. Ja, selbstverständlich. Du wirst auch vergessen zu essen, zu trinken und sehr abgemagert und eingedürrt mit eingerissenen Lippen wirst du dann nach 1,5 Tagen an Bord der Seattle auftauchen. Derweil bei Boltax. Ja, ich würde gerne mit Resovik zusammen in den Park gehen, denn ich habe ja am vergangenen Tag mit ihm zusammen die Schwimmübungen über mich ergehen lassen. Jetzt würde ich natürlich gerne die Selbstbeherrschungsübungen für ihn machen. Ja, er wird sich selbstverständlich darauf einlassen, nachdem du dann auch die Seelenheilkunde bei ihm gekrittet hast. Und du siehst, dass er ist nicht bockig wie ein Zwerg oder stur wie ein Zwerg, sondern wechselhaft wie die See. Auch wenn seine eigenen Prinzipien dadurch verraten werden, mit dieser Selbstbeherrschung wie ein Stein, was dann eher die Ingrim-Kirche darstellt, beziehungsweise Angrosch-Kirche, aber du willst dann eher auf deine zwergischen Traditionen hinweisen und vielleicht ihm so auch zu helfen. Gut, ich habe mir das folgendermaßen überlegt. Das Ganze muss ja relativ schnell vonstatten gehen. Wir haben nicht so viel Zeit, wie ich mir eigentlich für, einen zwergischen Bruder nehmen würde. Also machen wir das ein bisschen anders, wenn es in Ordnung für euch ist. Ich habe mir überlegt, dass ich euch eine Halluzination verabreichen werde. Das ist ein mächtiger Zauber, über den ich verfüge, wenn ihr damit einverstanden seid. Innerhalb dieses Zaubers werdet ihr... Keine bleibenden Schäden. Nein, ich werde auch mein Geist noch sofort abbrechen, wenn ich merke, dass ihr, dabei seid, euer Bewusstsein zu verlieren. Also, dann habe ich euer Einverständnis. Ich möchte, ansonsten würde ich nicht fortfahren. Versucht es. Ja, dann würde ich meine beiden Finger ganz sanft auf seine Augen legen, ihm damit auch die Augen schließen. Ich würde mich konzentrieren, mir Zeit lassen und den Zauber Halluzination wirken. Und zwar gegen die halbe Magieresistenz, denn er weiß ja, dass ich ihn verzaubern will und er hat eingestimmt, das Ganze zu machen. Wie hoch ist seine Magieresistenz? Normalerweise 12. 12, okay. Also in dem Fall 6 und es gehen nochmal 3 runter, weil ich mir Zeit lasse. Das ist eine Erschwernis von 3, also auf den Zauber Halluzination. Er kann sich gegen den Zauber, anders als ich es das letzte Mal gesagt habe, weil da habe ich den Zauber nicht ganz zu Ende gelesen, natürlich mit einer Selbstbeherrschungsprobe wehren. Und das werden wir jetzt auch gleich sehen. Aber mir muss nochmal bitte seinen Zauber wirken. Kommt. Lass mir auch Zeit. Welche Halluzination möchtest du ihm geben? Würde dann sprechen, seht, Resovik, eure Vergangenheit, sie holt euch ein. Er wehrt sich dagegen. Du siehst, wie er deine Hände von seiner Stirn nehmen will, von seinen Augen, und er auf den Boden fällt und seine Augen in den Kopf gedreht hat, nur noch das Weiß zu sehen ist. Borberat Xamanot ist da. Die Mauer brechen. Haltet dagegen. Fokussiert euch. Wie ein Stein. Seid der Stein. Die Menschen sterben. Ich bin bei euch. Die Tempel brennen. Beherrscht euch. Immer mit der Ruhe. Hört auf meine Stimme.
Hört auf meine Stimme. Nur meine Stimme ist wichtig. Blendet alles andere aus. Beherrscht euch. Heutags holt mich raus. Ich lasse den Zauber fallen. Er keucht und schlägt die Augen dann wieder auf. Fängt auch wieder an zu weinen und drückt dich dann wieder an sich, so wie er es gestern schon gemacht hat. Ich nehme ihn in die Arme. Ich habe ihn gesehen, Boltax. Er stand dort in Schwarz und Rot mit seiner Krone auf dem Kopf. Ich habe die Dämonenarchen gesehen, wie sie aus dem Wasser stiegen, zum allerersten Mal. Das war schrecklich, ich weiß. Aber ihr habt euch selbst beherrscht, ihr habt diesem widerstanden. Seht ihr, ihr seid bei mir. Das liegt nur an eurer Selbstbeherrschung. Es ist über 10 Jahre her und ich habe sie direkt vor meinen Augen gesehen. Und ihr konntet sie bezwingen durch eure Selbstbeherrschung. Seht ihr nicht, wozu ihr imstande seid? Ja, ich möchte ihm natürlich weiter Mut zusprechen und dann die Übung... Wollen wir überreden, lügen? Nee, Heilkunde Seele ist besser.